die Volkshand. Willkommen zurück zu Coral Island, Tag 24. Welche Obst oder Gemüse? Konfitüre. Quest. Gelegte Mais, die bessere Haltbarkeit. Leute, die glauben, dass Tomatensuppe im Herbst am besten schmeckt, liegen einfach falsch. Tomaten wachsen im Sommer und sollten tagsüber auch in dieser Jahreszeit gegessen werden. Aufgewerteten Gegenstand erhalten, ausgerüstet Saatgut Stufe 1. nächste Baum sagen würde. Ja, vielen Dank dafür. Denkt daran, beim Tauchen etwas Seetang zu sammeln. Der kann auf der Farm ganz schön praktisch sein. Keine Sorge, der Seetang rund um die Insel ist eine erneuerbare Ressource. Im Vergleich zu den Pflanzen an Land hat er eine sehr hohe Wachstumsrate. Stufe 1. Pflanzenaufwertung Stufe 1 erhöht die Chance auf Früchten von besserer Qualität. Die Hitze verpfuscht mir meinen Tagesablauf. Genieß besser die letzten Sonnenstrahlen, Wombi. Süßes Katzen. Kompost. Du stellst daran nicht nahe genug. Bis ein Fisch an der Leine hängt. War das der weiße Hai? Und das ist Müll. Suska. Die sandige Luft streift über dein Gesicht. Rette die Lebewesen im Wasser. Ich bin froh, dass ich mir heute diese Bluse angezogen habe. Kühl und luftig. Danke fürs Geschenk, mein Schatz. Dieser Volleyballplatz war letztes Jahr nicht hier. Ich frage mich, ob Kugelfisch auch das veranlasst hat. Das Meer hier, Wombi, ist die Heimat vieler Lebewesen. Ich habe hier auf diesem Strand viel Zeit mit meinem verstorbenen Ehemann verbracht. Ich mache mir nicht viel aus Geld. Schöne Momente mit der Familie zu verbringen, ist das Allerwichtigste. Ich verstehe, warum die Menschen das Meer so sehr lieben. Das beständige Rauschen der Wellen, wie sich das Sonnenlicht schillernd auf dem Wasser bricht, es ist wunderschön. So, Stufe zu Fisch. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtige Geschenk für mich ist. Jemand anderem könnte das besser gefallen. Ja. Suki habe ich schon lange nicht gesehen. Suki, ich hab dich schon lange bei dir. Streitgespräch? Das ist wirklich keine große Sache. Ruf einfach an und frag, wo sie sind. Nein, es ist nicht so, dass sie spät dran sind. Decken sollten heute eintreffen. Du musst dich beruhigen, überlass mir das. Ich rufe sie morgen an. Nein, die Decken sollten heute eintreffen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum die sie nicht schnell anrufst. Sie sollen wenigstens bestätigen, dass sie geschickt haben. Nein, Suki, ich will sie jetzt nicht behelligen, zumal sie nichts Falsches gemacht haben. Wombi, du hast uns an einem schlechten Zeitpunkt erwischt. Suki und ich warten auf die Lieferung der Decken und Suki möchte sich irgendwie beschweren. Nein, das habe ich nicht. Ich wollte mich nicht beschweren. Ich wollte nur die Bestätigung dafür, dass die Decken ausgeliefert wurden. Was meinst du, Wombi? Du sollst sie anrufen und herausfinden, wie die Decken sind. Ich würde auch nicht anrufen. Kannst du ihnen nicht einfach nur eine Mail schicken? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, was ich tun. Du solltest sie anrufen. Okay, ich glaube, dann rufe ich sie mal an. Hilfe. Auf dieser Insel muss es verborgene Schätze geben. Wir haben vor einiger Zeit ein verlorenes Erbstück gefunden. Ich bin mir sicher, dass es nicht das einzige da draußen ist. Vielleicht kann sie dir irgendwann das Surfen beibringen. Extraterrestrisch Leben jenseits der Erde. Ein Wal, der einen Hut trägt, der ist ziemlich niedlich. Du stellst Suki nicht noch genug. Also Alice, Valentina und Suki. Und wo seid ihr? Tonio. Ah, wer ist sie? Gardenia schenken. Naja, sieh dir das an. Ich danke dir. Stefan liebt sein Becken sehr. Ich habe mein monatliches Essensbudget für den Bauer ausgegeben. Ich habe mich den ganzen Monat mit der Suche nach Essen auch in Abfällen über Wasser gehalten. Wie zu Studienzeiten. Zum Glück habe ich nicht allzu viel Stress. Ich denke, das ist einer der Vorteile dieses Berufs. Ich bin immer von der Natur und schönen Dingen umgeben. Das versetzt mich in gute Stimmung rund um die Uhr. Nur 50. Die Villa ist zu groß für mich alleine, aber ich weiß, Mutter wäre außer sich, wenn ich sie gegen eine kleinere Hütte eintausche. Die ewige Suche nach riesigen Feldfrüchten. Gardenia verschenken an Erika. Ah, du bist so süß, ich danke dir. Sieh dir unbedingt Stefan an, er ist eine Augenweide mit seinen kleinen Krallen. So süß. Emily sollte wirklich mit mir hierher kommen. Wir könnten über Käse plaudern. Okay. Ja, du darfst irgendwie das mögen. Haha, ich schätze, das ist perfekt. Na, wo habe ich denn die Einkaufsliste hingelegt? Ich kann mich nicht erinnern, ob es im Haushaltsheft, Essensheft oder Einkaufsheft ist. Sam zeichnet sich vor allem durch seine Direktheit aus. Abgesehen davon ist er sehr... Du weißt schon, Übrigens gibt es im Sommer mehr Muscheln am Strand. Vielen Dank. Sam ist der Elefanten gerade, aber offen direkt sagt. Ich schon direkt. Also einfach nice. Es ist schön zu sehen, dass die Gemeinde zusammenkommen und etwas erreichen kann. Das ist einer der Gründe dafür, dass ich das Strandreinigungsfest zu Berne habe. Das ist so cool, ich danke dir. Diskus. Soldatenkäfer. Uhr 50. Die ist nicht da. Schmecke. Detachable Ocean Crypt. Sonnentage.